Jawohl, immer noch im Gespräch mit Claudia Raab, Kinderbuchautorin, und ihr Ehemann, der liebe Hermann Rarabell, natürlich ist auch da. Jetzt wollen wir ein bisschen zum Thema Musik uns auch nochmal unterhalten, weil beim letzten Mal, als ihr hier wart, da saßt du auf gepackten Koffern, dann ging es auf die große Welttournee in die USA zusammen mit Michael Schenker mit Temple of Rock. Jetzt ist es wieder soweit, die Koffer sind wahrscheinlich schon wieder gepackt. Jetzt kommt der europäische Teil der aktuellen Tour. Ja, wie du sagst, war so eine sehr schöne Amerika-Tournee. Wir waren also 7 Wochen drüben. Es war alles ausverkauft, es war wirklich ganz toll. Es kam natürlich unheimlich viele Scorpions-Fans, um uns in dieser Besetzung zu sehen. Schließlich waren da ja 3 Ex-Skorpione auf der Bühne. Das war die originale Rhythm-Section. War die originale Rhythm-Section der Band. Und dann ging es von da nahtlos weiter nach Japan. Da haben wir also insgesamt 5 ausverkaufte Konzerte gespielt. Das Schöne an der Sache, die Karriere der Scorpions hat begonnen in der Sun Plaza Hall in Tokio. Ja. Die haben wir damals 2-mal ausverkauft. Das war eine Sensation 1977. Wir haben es diesmal 3-mal geschafft. Wir sind natürlich ganz stolz darauf, dass wir es noch übertrumpfen konnten. Und danach haben wir den ganzen Sommer jetzt Festivals gespielt in Deutschland, über ganz Europa. Und gehen jetzt ab dem 22. Oktober auf Europa-Tournee. Ja. Und dann, das wird also enden am 6. Dezember in Rom. Davor ist aber noch eine Tournee in England mit Judas Priest als Special Guest. Wow. Das wird stattfinden ab dem 23. November mit einem Abschlusskonzert am 1. Dezember in London. Und danach, wie gesagt, tun wir noch ein Konzert in Portsmouth. Und danach fahren wir für 2 Konzerte nach Italien, nach Mailand und nach Rom, sodass am 6. Dezember derzeitig die Tournee in Rom endet. Das kann natürlich sein, dass da noch ein paar Gigs jetzt dazukommen. Ja. Das ist aber auf jeden Fall, wollen wir alle an Weihnachten zu Hause sein. Ja. Und im Januar geht dann für uns die Tour wieder los, am 20. Januar in England. Wahnsinn. Es ist keine Pause. Und es geht dann weiter in Skandinavien. Also Göteborg ist dabei, Stockholm, ja. Kopenhagen. Und in Skandinavien hört das Ganze dann auf. Und dann machen wir dann sehr wahrscheinlich, wie es aussieht, bis nächstes Jahr im späten Frühling auf jeden Fall Pause, werden neue Stücke schreiben, dann kommt eine DVD raus. Ja. Live in Madrid. Ne? Wir wollen vielleicht mal ein paar Impressionen mal zeigen, weil es gibt ein Video jetzt auch zum Thema European Tour, dass wir so ein paar Impressionen mal sehen können, bevor es dann wieder richtig losgeht mit Temple of Rock, mit Michael Schenker natürlich und Spirit on a Mission, die Tour. Es geht weiter, der europäische Teil. Sehen wir die Termine. Es geht los am 22. Oktober in Mannheim. Es sind auch ein paar Termine hier bei uns in Deutschland mit dabei. In Deutschland, ne? Dann geht es rüber nach Holland, wie wir sehen, sind 2 in Holland. Und geht dann ab November geht es weiter in Frankreich. Von dort geht es weiter. Da kommen die November-Dates. Ne? Ja, und dann haben wir ja auch die ganzen Termine Paris, in England. Esch, dann auch in Bourg-en-Bresse, das sind das alles französische Dates. Dann geht es nach Bilbao in Spanien. Dann sind wir in Spanien bis zum 21. Ab dem 23. ist dann die Judas Priest Tour. Hast mit du mit Judas den Jungs eigentlich schon mal zusammen? Ja klar, wir haben mit Scorpions oft mit ihnen gespielt. Ja. Ich freue mich also riesig, dass wir uns alle jetzt mal wiedersehen. Ne? Wir haben es in den ganzen Jahren aus den Augen verloren. Ja. Wir haben viele Tourneen mit ihnen gemacht Anfang der 80er Jahre und sehr gute Liveband, und ich denke mir mal, diese Kombination jetzt wieder ist das richtige Ding für die Heavy-Metal-Fans, die Hardrock-Fans, die kommen da auf ihre Kosten. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Judas Priest 1980, das war ja auch so das Kultalbum eigentlich. Nada, so Incoming. Richtig, und das war so ja die neue Ära, the New Wave of British Heavy Metal. Das Breaking war ja the Law. Die Breaking Dinge, the Law, das guys, war der absolute waren, Knaller. Living After Midnight und die Dinger. Und die spielen die ja auch da, und deswegen, ich denke mir mal,
dass wir vielleicht am Schluss alle zusammen nochmal Hockey Like a Hurricane spielen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas passiert, weil auch das dieselbe Area ist, in der wir alle groß geworden sind. Ja. Das war dieselbe Zeit, als die Scorpions berühmt wurden in Amerika, kam auch von England Judas Priest. Ja, als ihr damals mit Love Drive dann gestartet, das war ja auch der große Durchbruch, gerade für euch damals gerade Michael, ja, das war die Zeit, wo Michael Schenker dabei war in der Band. Kann man nach so vielen Jahren, wie lange bist du, ich glaube, Michael bist du jetzt fast 40 Jahre 45 lang. 45 Jahre kennen wir uns, ne? Das ist doch auf der Bühne. Lebenszeit, ne? Ja. Das ist eine Lebenszeit. Auf der Bühne ist es mittlerweile komplett. Du stellst dich auf die Bühne, er ist auf der Bühne und jeder weiß sofort. Wir brauchen nichts mehr zu reden, wir brauchen uns auch nicht mehr anzugucken. Jeder weiß genau, was der andere macht. Und wenn der eine mal nicht so gut spielt an dem Abend, dann weiß das der andere auch. Ich sage, was war denn heute Abend los? Also ich denke mir mal, wenn man sieht, es ist länger wie jede Ehe hält normalerweise, so 45 Jahre, Leute. Aber musikalisch gesehen sind wir natürlich sehr tight und spielen auch so. Und die Leute feiern uns ab jeden Abend. Die hören ja die ganzen Hits, nicht nur die Hits von Scorpions. Ja. Wir spielen auch die Hits von UFO. Ne? Wir spielen, da waren ja auch jede Menge dabei von ihm. MSG auch, die Zeit, wo Michael seine Solo-Karriere gemacht hat. Von UFO, die Klassiker natürlich, Doktor, wie heißt das nochmal, Lights Out in London, Too Hot to Handle, die Dinger, die kommen natürlich auch. Und da flippen die Rock Bottom, wenn wir das spielen, das letzte Saison im Set, da flippen die jeden Abend. Ja, dann das Intro von das ihm ganze an deiner Gitarre am Anfang. Das ist eine Sensation. Es ist wirklich unglaublich zu sehen, wie viele junge Leute auch zu unseren Konzerten kommen. Also die Eltern, in dem Fall meistens viel, auch manchmal Großeltern, bringen dann schon ihre Kinder und Kindeskinder mit und sagen, hier, mit der Band bin ich groß geworden. Und die Kinder sind ganz begeistert, die Jugendlichen. Die kommen auch und sagen, das ist ja unglaublich, wir können gar nicht vorstellen. Das ist ja unglaublich, wie er spielt. Ne? Und das hören wir täglich. Ne? Freuen wir uns natürlich, dass wir überhaupt noch spielen können. Ja, und aktuell auch immer noch. Ich muss ja sagen, auch die Songs aus dem Temple of Rock sind gute Sachen mit dabei. Vigilante Man können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz anspielen, weil das sind ja die aktuellen Sounds von Michael Schenkers Temple of Rock, wo selbstverständlich Hermann auch mit an den Drums dabei ist. Auch da gucken wir mal nochmal ganz kurz rein zusammen. Ja, die Welttournee geht weiter. Hermann Rarebell, Michael Schenker natürlich mit dabei mit dem Temple of Rock. Sie sind unterwegs. Mannheim geht's los jetzt bald und dann wieder einmal komplett bis zum Dezember. Ja, und Claudia wird mit Sicherheit dann auch weiter fleißig arbeiten, auch mit neuen Geschichten. Es ist ja immer noch unglaublich viel zu tun, auch mit Schnatter und Wiesen, aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Ja, ich freue mich drüber. Ich finde es so toll, dass das so eingeschlagen hat und dass ich so viel positive Resonanz wirklich täglich von den Müttern bekomme. Und heute war es super, super schön in der Kita. Und wenn 60 Kinder mitsingen, ist das was Besseres. Dann weiß man, es ist der richtige Weg, es ist das richtige Lied. Ja. Man hat nichts falsch gemacht und es war einfach nur toll heute in der Kita. Also die glücklichen Augen sieht der Kinder. Ne? Nee, wir sind auch beide dann in dem Moment selber Kinder. Ja. Wir sind immer noch Kinder. Und Onkel Hermann liest selbstverständlich aus dem Buch vor. Wenn wir noch mal ganz kurz zum Abschluss auf die Seite gehen von Schnatter und Wiesen, das möchte ich euch nämlich auch noch mal ganz kurz zeigen, wenn ihr hier auf die Charaktere klickt. Da gibt es natürlich noch mal alle Erklärungen. Die liebsten Entchen der Welt, das sind natürlich Schnatter und Wiesen. Und wenn ihr hier ein bisschen, wie sind die Erklärungen, wenn ihr hier oben da runter scrollt, da seht ihr auch, es gibt auch einen kostenlosen Download auf der Seite. Ja. Da können natürlich die Kinder auch noch mal richtig aktiv werden, ihre Kreativität freien Lauf lassen. Genau, tolle Ausmalbilder, kostenlos zum Downloaden. Farben umsonst, dann die Kinder praktisch vom Buch übernehmen. Ja. Übernehmen eigene Farben, wie sie wollen. Tolle Ausmalbilder, kostenlos zum Downloaden. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Vielen, vielen Dank, Claudia Raab. Und danke, Hermann Rarebell. Hoffentlich auf bald mal wieder. Mittlerweile, ihr seid ja schon Stammgäste bei uns. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr da seid. Wir freuen uns auch. Weil die Tour geht weiter, die Bücher werden weitergehen. Wunderbar, danke euch für den Besuch. Und jetzt geht es hier erstmal weiter mit dem
Klickblick oder mit dem Sport.